Was geht ab, meine Freunde? Freestyle Pro heute wieder hier am Start und heute mal wieder mit einem Probleme-Video. Und ich dachte mir, diese Probleme-Videos, da habe ich mal also auf YouTube so ein bisschen geguckt und da habe ich gesehen, Frühling, Probleme im Sommer. Und da dachte ich mir einfach, ich mache jetzt ein Video über Probleme in allen vier Jahreszeiten. Und ich werde es hintereinander machen. Also erst Frühling, dann Sommer, dann Herbst, dann Winter. Und ja, ihr könnt ja mal irgendwelche Probleme dazu dann in die Kommentare schreiben. Da kann ich ja auch noch irgendwann mal was dazu sagen. Und ja, wir machen auch einen kurzen Cut. Bis es dann losgeht, bis gleich. So Leute, Probleme im Frühling. Der Winter ist vorbei. Ihr denkt euch, okay, es wird von Tag zu Tag wieder wärmer, wärmer und wärmer. Dann guckt ihr mal raus, Winter ist vorbei, Sonne scheint, kein Schnee liegt mehr. Die Sonne scheint, ihr denkt, okay, es ist heute warm. Wetterbericht hat auch gesagt, dass es gute Temperaturen gibt. Dann geht ihr ohne eine dicke Jacke raus. Es ist einfach scheiß kalt. Und Frühlingszeit ist auch für mich die schlimmste Zeit, weil davon werden vielleicht auch einige hier betroffen sein. Aber nur einige, ich bin aber auch selber davon betroffen, nämlich wegen Heuschnupfen. Boah, ich halte es irgendwann nicht mehr aus. Heuschnupfen ist das Schlimmste, was im Frühling passieren kann. Ich schwör. Boah. Oder? Frühling, es ist länger, gutes Wetter. Und irgendwann fängt es dann für eine Woche wieder an zu schneien. Ich denke mir nur so, wir haben keinen Winter mehr. Gut. Jetzt mache ich noch einen kurzen Cut und dann geht's zum Sommer. Probleme im Sommer. Ihr geht zum Beispiel ins Freibad und habt eure Sonnencreme vergessen und ihr kriegt einen Sonnenbrand. Ich hasse Sonnenbrände, ich schwöre. Ich hasse Sonnenbrände. Oder es ist bestimmt gefühlte 35 Grad warm und ihr hockt in eurem verdammten Klassenzimmer drin und alle anderen, ihr seht sie draußen, gehen hier Eis essen, gehen in Freibad, sind im Urlaub und ihr müsst verdammt noch mal in dieser scheiß Schule hocken. Wenn noch Schule ist, meine Fresse. Ihr liegt in der Sonne. Ihr liegt wirklich ganz schön in der Sonne. Es ist angenehm. Irgendwann wird es aber so brutal, dass man heftig das Schwitzen anfängt. Und wenn dann dauernd hier dir alles runterläuft vom Schwitzen. Boah, es kribbelt so hart. Ich hasse das. Oder ihr habt hier, wie ich hier, die kurzen Hosen an. Und ihr setzt euch dann irgendwie auf eine Bank im Park oder so. Und irgendwann klebt ihr dann einfach mit den Dingern fest und ihr denkt euch nur so, Mann, da sind doch schon noch ganz andere ätzende Leute gesessen. Und ihr habt das jetzt hier an eurer Haut berührt. Und das heftigste Problem, finde ich, im Sommer ist, von den ganzen Bienen und Wespen einfach wegzulaufen, wenn die euch dann verfolgen. Wenn ihr irgendwas zum Essen da habt, ob Eis, ob ein Brot oder sonst was, irgendwas, was ihr euch geholt habt, die verfolgen euch einfach immer wieder und ich hasse diese Viecher wie nochmal was. Jetzt mache ich hier nochmal einen kleinen Cut und dann geht's über in den Herbst. Probleme im Herbst. Sommer ist vorbei. Und ihr denkt, es wird wieder kälter jetzt. Dann sagt der Wetterbericht, okay, es wird kalt. Ihr geht raus mit einer dicken Jacke. Und dann ist es doch total warm noch. So sagen wir mal so zwischen 18 und 22 Grad. Und dann schwitzt ihr euch zu Tode, weil ihr keinen Bock habt, eure Jacke dann so rumzutragen. Im Herbst, das mit den Blättern. Ihr seht irgendwo einen riesigen Blätterhaufen und ihr müsst einfach einen Umweg machen und ich denke mir nur so, fuck.
Oder wenn es mal im Herbst gibt es ja öfters solche heftigen Windstürme. Und dann werden dir einfach alle Blätter ins Gesicht geweht. Sowas kann ich einfach nicht haben. Boah, nee. Und dann, wenn es wieder kälter wird, man muss sich erstmal wieder an diese Temperaturen gewöhnen. Es ist einfach hart, sich erstmal wieder daran zu gewöhnen. Man hat es dann 3 Monate nicht erlebt und dann wird es wieder so kalt und ihr müsst euch erst wieder dran gewöhnen. Und dann komme ich jetzt gleich auch noch zum letzten Problem in diesem Video, zum Winter. Der Winter. Die Probleme im Winter, ja. Winter. In den ersten Tagen der Weihnachtsferien zum Beispiel, es fällt einfach kein Schnee, es ist immer noch warm. Ist vielleicht angenehm, ihr wollt nicht, dass es kalt wird, aber wenn wir schon mal Winter haben, dann sollte es auch wie Winter sein, finde ich. Oder Schnee ist gefallen und es liegt ungefähr so hoch Schnee. Und ihr sickert einfach überall mit euren Füßen ein. Nee. Nein, nein, ich kann das nicht leiden. Oder ihr habt irgendwelche Schuhe an, Turnschuhe, die sind nicht wasserfest. Eure Füße sind kalt. Die Füße werden nass. Ihr erkältet euch. Das ist ja hauptsächlich immer im Winter, wenn man krank wird. Dann, das ist immer hauptsächlich im Winter, dass man krank wird. Ja, und wie ich gerade gesagt habe, die Krankheiten. Es passiert hauptsächlich im Winter. Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Grippe, das Zeug, das passiert öfters im Winter. Und ja, das waren jetzt diese 4 Probleme, die ich genannt habe, von allen 4 Jahreszeiten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst dem Video einen Daumen nach oben. Werdet doch Abonnent meines Kanals, ich würde mich sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.